Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Review. Und zwar haben wir das Hyde Revolt 3. Das ist ein ITX-Case. Ich habe noch nie in meinem Leben ITX gebaut, deswegen bin ich echt gespannt, wie das so funktionieren wird und wie auch die Temperaturen werden. Ihr seht hier vorne auch schon einen Testaufbau. Ich werde das natürlich außerhalb des Gehäuses erstmal testen und dann noch im eingebauten Zustand, um dann die Temperaturen mal vergleichen zu können. Dazu haben wir von FSP noch das Dagger Pro, 850 Watt, das bringt sogar schon RTX 3.0 mit, sprich, wenn ihr eine Grafikkarte wie zum Beispiel eine 4070 Ti oder eine 4080 habt, ist der neue Stromstecker schon mit dabei. Ob ich überhaupt eine 4080 oder vielleicht sogar eine 4090 hier einbauen würde, lasse ich mal dahingestellt, weil die produzieren schon gut Abwärme und ich weiß nicht, ob das hier drin so gut funktioniert. Das ist eher so, denke ich, für mittlere Systeme. Ich denke, bis zu einer 4070 Ti, danach passen die Grafikkarten eh nicht mehr rein. Aber der neue Stecker ist schon mit dabei, von daher ist das ganz geil. Wir gucken uns das hier gleich auch nochmal im Detail an, was da so alles mit dabei ist und natürlich das Gehäuse auch. Ich würde jetzt auch sagen, wir starten mal mit dem Testaufbau. Ihr seht schon, ich habe die 240er Deepcool, das ist die LT520, glaube ich. Die hatte ich ja schon mal gereviewt, die hatte ich noch hier liegen. Die kann ich jetzt super dafür nehmen, weil hier passen bis zu 280er Wasserkühlungen rein. Da ist die halt so ein Mittelding. Dann habe ich mir hier noch ein Mainboard gekauft, das ist das B760i von Asus ROG. Ich habe mir gedacht, wenn ich mir sowas kaufe, dann schon richtig. Und ansonsten ist halt alles gleich wie bei allen anderen Tests auch. Es ist die gleiche Grafikkarte, es wird eine 6700 XT von Asus dabei sein. Und dann werden wir hier ganz normal noch eine M.2 SSD verbauen. Das glaube ich gerade die Innovation IT, aber die ist ja sowieso uninteressant. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal den Inhalt von dem Netzteil hier an und dann bauen wir dieses ganze System außerhalb richtig auf und dann testen wir die ganze Nummer mal. Kommen wir erstmal zu den technischen Daten. Also wir haben hier 850 Watt, wir haben einen Dual-CPU-Stecker. Das bedeutet für euch, wenn ihr ein Mainboard habt, mit dem ihr wahrscheinlich sogar noch overclocken könnt, könntet ihr das Netzteil dafür benutzen. 80 plus Gold-Zertifizierung und eben RTX 3.0, das ist schon der neue Grafikkartenstecker. Das hier ist der ganz normale Kaltgerätestecker, den hat eigentlich fast jedes Netzteil. Es gibt einige, zum Beispiel Kolink Enclave, die bringen so einen Stecker nicht mit. Dann haben wir noch einen ganzen Haufen Kabel mit dabei. Das Netzteil ist modular, deswegen liegen die Kabel einzeln. Das Ding bringt sogar so einen Einbaurahmen mit, dass es dafür da, falls ihr das Netzteil in ein ATX-System einbauen wollt, warum auch immer, er liegt auf jeden Fall mit dabei. Und das hier ist ein ganz cooles Teil, das ist zum Testen vom Netzteil. Falls ihr mal nicht wisst, wo die Fehlerquelle liegt bei eurem System, sagen wir, ihr habt ein System gebaut, nach 3-4 Jahren macht es irgendwie die Grätsche und ihr wisst nicht, ob vielleicht das Netzteil einen weg hat, könnt ihr den quasi an den ATX-Stecker von dem Netzteil anschließen und dann könnt ihr testen, ob das Netzteil anläuft. Wir haben hier auch noch eine kleine Anleitung mit dabei, welcher Stecker wohin gehört. Und hier haben wir jetzt das Netzteil an sich. Ist schon niedlich irgendwie, so groß wie meine Handfläche. Liefert aber, wie gesagt, 850 Watt. Wir haben hier schon den neuen Grafikkartenstecker, eben Doppel-CPU-Power, PCI Express auch zweifach, Motherboard-Anschluss und hier eben Peripherie für eure SATA-Geräte, wie zum Beispiel ja, eine Festplatte, vielleicht sogar ein CD-ROM-Laufwerk, je nachdem, was ihr da reinbauen wollt. Aber ja, ist schon niedlich. Aber diese Bauweise brauchen wir halt bei dem Revolt 3. Ein anderes Netzteil passt da nicht rein. Und so sieht die ganze Nummer aus, wenn man das vorbereitet. Ich habe jetzt wirklich nur den CPU-Stecker genommen, PCI Express für die Grafikkarte und eben für das Mainboard die Stromversorgung. Ich hatte letztes Mal einen Kommentar bei mir unter einem Video, der sagte, ach, Modularität beim Netzteil ist nicht so wichtig. Naja, wenn man so ein kleines System baut, bleibt eben das übrig. Und wenn man sich das spart im Gehäuse, ist das schon eine feine Sache. Natürlich könnte man jetzt die Grafikkarte doppelt anbinden. Es gibt auch unterschiedliche Grafikkarten. Dann kommt ein Kabel dazu. Das war's. Das bleibt übrig und das sparen wir uns jetzt gleich bei dem kleinen System. Apropos kleines System, das ist das Revolt 3, wo wir jetzt gleich drin bauen werden. Nur mal so als Info, ihr habt hier oben Löcher, ihr habt an der Seite Löcher, ihr habt hier Löcher. Einmal drumherum, wenn man so möchte. Und dann haben wir hier einen Griff, den können wir so rausklappen. Der ist aus Aluminium übrigens, der rastet dann noch so ein bisschen ein. Könnt ihr dann natürlich auch wieder so zurückstecken. Der hat einen Federmechanismus. Ist ganz cool, wenn man es mal durch die Gegend trägt. Ist halt was Feines, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf eine LAN-Party geht oder so, dann kann man das Ding einfach mitnehmen. Sonst werdet ihr das wahrscheinlich nicht brauchen, aber ist nett gemacht und auch hochwertig. Die Lufteinlässe hier vorne in der Front sind größer als die an der Seite. Ich finde das designtechnisch ist aber gar nicht so schlecht. Bei den Anschlüssen hier unten haben wir USB-C, zweimal USB 3.0, also Typ A, den Ein- und Ausschalter natürlich, kein Reset-Knopf in dem Fall und eine Kombibuchse. Die Kombibuchse ist in dem Fall gar nicht so schlimm. Wir haben Adapterkabel mit im Lieferumfang von dem Gehäuse. Da könnt ihr dann euer ganz normales Headset anschließen, falls das Headset keine Kombibuchse hat. Wenn wir auch gerade beim Lieferumfang sind, wir haben hier noch ein paar Slotblenden, weil die Slotblenden für die Grafikkarte bei dem Gehäuse tatsächlich schon rausgeschraubt sind. Die liegen in dieser Tüte bei. Wir haben ein paar Kabelbinder und die typischen Kabel eben für Mainboard-Befestigungen und ähnliches. Und dann haben wir hier noch diese typischen Gumminuppel für HDDs oder SSDs. Da könnt ihr die schnell rein und raus wechseln. Übrigens ist es in dem Fall von dem Gehäuse so, dass hier hinten nicht die I/O-Blende sitzt, sondern die wird nach unten gedreht mit dem Mainboard und die ganzen Kabel kommen dann hier hinten raus. Hat dann natürlich eine cleane Optik, habt dann nicht hier diese einzelnen Kabel oben irgendwo rumhängen, sondern die kommen alle gebündelt hier unten raus.
Was ich noch ganz cool finde, diese Paneele könnt ihr einfach abklippen. Da zieht ihr ein bisschen dran und dann habt ihr hier schon das Paneel in der Hand. Hier drin ist auch noch so ein kleiner Staubfilter, den könnt ihr auch rausnehmen und sauber machen. Das gilt übrigens für alle Paneele, die könnt ihr so abziehen. Was auch noch eine ganz witzige Funktion ist, ihr drückt hier oben auf den Knopf, zieht das Ding hier raus und dann könntet ihr da, wenn ihr wollt, ein Headset dranhängen. Gilt für beide Seiten. Der hat diesen Nuppel auf beiden Seiten. Wenn ihr das nicht braucht, könnt ihr natürlich einfach das Teil da wieder reinschieben. Das ist ein bisschen gefedert. So, und dann ist das Ding wieder drin und dann sieht es aus wie so eine, weiß ich nicht, Schraubenabdeckung. Und jetzt ist das System auch schon nackig. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hiermit weitermachen, bauen wir die Testbench auf, testen außerhalb vom Gehäuse die Temperaturen. Und dann bauen wir die ganze Nummer hier ein und dann testen wir nochmal im Gehäuse. Das hier ist jetzt OCCT. Damit machen wir jetzt einen Test, 100% Auslastung auf dem Prozessor und auf der Grafikkarte. Das ist dieser Power-Test für 10 Minuten. Und dann haben wir hier noch die Prozessortemperaturen und eben die Grafikkartentemperaturen. Wir lassen den jetzt 10 Minuten laufen und schauen uns dann das Maximum und den Durchschnitt an. Und nochmal als kleine Info, ich habe die PL1 und PL2 Leistungsgrenzen jetzt so eingestellt, wie es bei dem Prozessor auch üblich ist. Also PL1 125 Watt, also dauerhafte Leistungsaufnahme und eben die begrenzte Leistungsaufnahme, zeitlich begrenzte Leistungsaufnahme für diesen Prozessor von 190 Watt. Ich habe es eben einmal getestet, der pfeift sich 240 Watt rein, das schafft die Deepcool dann einfach nicht mehr. So haben wir einen realistischen Aufbau. Und hier seht ihr auch, der pfeift sich gerade die 190 Watt rein, würde ich ihn unbegrenzt lassen, lag er wirklich so bei 230 bis 240 Watt, das packt die Wasserkühlung einfach nicht. Aber wir werden jetzt mal schauen, wie das über die Zeit aussieht. Und ja, es rauscht jetzt gerade vielleicht ein bisschen, weil ich genau neben der Grafikkarte bin. Nur mal als Idee, was eine 6700 XT und ein 12700K mit seinen Standardeinstellungen so an Leistung frisst. Wir sind hier bei 432 Watt. Übrigens hat das Dagger Pro Netzteil hier so einen Silent-Modus. Ich hatte eben schon ein bisschen Schiss, dass der Lüfter sich nicht gedreht hatte. Das lag aber einfach daran, weil ich im Idle bei ungefähr 80 Watt war. Und dann fängt dieser Lüfter noch nicht an zu drehen. Das passiert jetzt erst, wenn er unter Last ist, aber die Grafikkarte ist sowieso lauter. Ist aber halt ganz cool, wenn ihr jetzt irgendwie nur Büroarbeiten oder so macht, dann hört ihr den Lüfter von dem Netzteil auf jeden Fall nicht, weil er sich halt nicht dreht. Der Test ist auch soweit gerade durchgelaufen. Wir waren hier bei der Prozessortemperatur im Maximum bei 82 Grad. Und bei der Grafikkartentemperatur bei gerade mal 56 Grad, was eigentlich soweit ganz in Ordnung ist. Aber wisst ihr was? Ich werde die ganze Nummer jetzt nochmal umstellen, wirklich auf unbegrenzt, und dann zeige ich euch mal, was mit den Kerntemperaturen vom Prozessor passiert. Das hier sind jetzt die Werte im BIOS, die man einstellen kann. Wie gesagt, PL1 125 Watt, PL2 190 Watt. Das haut er sich für, glaube ich, 56 oder 57 Sekunden circa rein. Dann geht er zurück auf seine 125 Watt. Das ist dieser sogenannte Boost. Die ganze Nummer stellen wir jetzt auf Auto. Und das machen wir mit dem zweiten hier auch noch. So, und das speichern wir. Und dann let's go. Ihr seht hier unten, der hat jetzt von sich selbst aus eine Grenze von 205 Watt gezogen und als PL2 241 Watt. Ich starte den Test jetzt einfach mal und dann werdet ihr ja sehen, was für Temperaturen dabei rauskommen. Man sieht jetzt schon, ein Kern liegt hier bei 94 Grad, schwankt immer so ein bisschen, aber ihr werdet gleich sehen, dass hier einige rot werden, weil der sich hier jetzt schon 232 Watt bzw. 240 Watt reinschraubt. Da sehen wir es auch schon, dann fängt er irgendwann an zu throtteln, dann kriegst du eh nicht mehr den maximalen Score, deswegen habe ich jetzt auch kein Cinebench genommen. Aber das funktioniert definitiv nicht, CPU-Gesamt 97 Grad, ich breche das sofort wieder ab. Jetzt wisst ihr zumindest, warum ich bei dem Test PL1 und PL2 so eingestellt habe, wie von Intel gefordert. Und jetzt kommt der interessante Part. Hier unten kommt sozusagen die I/O-Blende vom Mainboard hin. Hier hinten haben wir schon diese beiden Bleche, die fehlen, wo die Grafikkarte später hinkommt. Und dann legen die von hier unten ein Kabel hier hoch und da wird dann das Netzteil eingebaut. Das mache ich jetzt mal eben schnell. Also eine Sache ist mir jetzt schon mal aufgefallen, was mir überhaupt nicht gefällt. Das Netzteil muss so rum eingebaut werden, damit die Luft eben hier zirkulieren kann. Hier sind ja Löcher im Gehäuse. Jetzt haben wir hier diesen Stecker. Das Problem ist, durch dieses Verlängerungskabel und dass der Winkel so vorgegeben ist, müsste ich das Kabel so draufstecken. Geht halt einfach nicht anders. Es hat ja hier diese Form. Und ja, so funktioniert nicht, weil ich dann hier mit diesem Rahmen kollidiere und ich muss das Netzteil jetzt drehen. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass der Lüfter von dem Netzteil nach innen zeigt. Ist nicht ganz optimal, hier ist noch genug Platz, das ist nicht das Thema, aber ja, das mit dem Stecker läuft nicht so, wie man das möchte. Jetzt seht ihr schon mal, ich habe das Netzteil jetzt gedreht, jetzt zeigt der Lüfter halt in die Richtung, ins Gehäuse rein. Aber jetzt passt der Stecker auch vernünftig. Ob ihr das Thema jetzt natürlich FSP mit dem Netzteil anlasten wollt oder dem Gehäusehersteller Hyde, das bleibt natürlich euch überlassen. Das Gehäuse gibt es nämlich auch mit mitgeliefertem Netzteil, da ist es natürlich richtig rum. Aber wenn ihr jetzt extra eins dazu kauft, weil ihr mehr Leistung braucht oder ähnliches oder vielleicht sogar weniger Leistung, dann müsst ihr da schon drauf achten. Was ich wiederum cool gelöst finde,
Das hier, ich habe jetzt vier Schrauben gelöst, also hier oben waren zwei und hier unten könnt ihr einfach zur Seite rausklappen, da kommt die Wasserkühlung rein und jetzt bauen wir erstmal das Mainboard ein. Also idealerweise schaffe ich das jetzt mit der Wasserkühlung da reinzusetzen. Dann habe ich mir nämlich ein bisschen Arbeit gespart, indem ich den Pumpenkopf nicht abmontieren muss. Oh, das sieht doch relativ gut aus. Hier ist noch ein Kabel im Weg vom Netzteil. So, ja, die ganze Nummer schraube ich dann jetzt fest. Eins der wenigen Vorteile, die ich an einem ITX-System sehe, wir brauchen nur vier Schrauben. Das war jetzt schon mal relativ einfach. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal die Netzteilkabel schon mal verbinden für Prozessor und eben hier vorne Mainboard. Also wie ich die Kabel jetzt gesteckt habe, das muss ich euch nicht zeigen. Klar, die überdecken jetzt auch den Pumpenkopf. Den seht ihr später sowieso nicht mehr. Der leuchtet zwar fancy, aber wie gesagt, sieht man nicht mehr. Grafikkarte wird jetzt ein interessantes Thema, vor allen Dingen mit den Kabeln hier, die muss ich noch ein bisschen rüber drücken. Hier ist übrigens noch so eine Abdeckklappe drauf, die muss ich vorher abmachen. Die soll die Kabel von der Grafikkarte so ein bisschen verdecken. Inwieweit das sinnig ist, weiß ich nicht, müsst ihr beurteilen. Ich lasse die, glaube ich, gleich auch einfach weg. Im Übrigen, bevor ich die hier gleich einbaue, messe ich mal eben die Länge. Also die Grafikkarte hat circa, oh, was haben wir hier, 295 mm in der Länge. Die bauen wir jetzt da ein. Wie gesagt, die 6700 XT Dual von Asus. Ja, müsste drin sein. War gerade ein bisschen fummelig, ich habe keinen Klick gehört, aber doch, die ist drin. Die schrauben wir jetzt hier auch noch schön fest, hat ja zwei Schrauben mit dabei. Jetzt setzen wir noch die Stromstecker drauf auf die ganze Geschichte. Und den zweiten machen wir auch noch drauf. Wunderbar. Und die besagte Abdeckung schraube ich jetzt doch wieder drauf. Macht zwar jetzt bei der Grafikkarte nicht so viel Sinn, aber ihr seht, ein Stecker wird immerhin abgedeckt, der zweite nicht. Je nachdem, wie lang eure Grafikkarte ist. Wenn es jetzt eine längere ist, sitzen die Stecker natürlich noch weiter hinten und dann deckt diese Platte das sozusagen ab. Seht ihr von außen hinterher sowieso nicht mehr. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir haben hier ziemlich viele Kabel. Und ich habe mir auch einige Berichte zu dem Gehäuse natürlich vorher angeschaut. Und man soll wohl die Wasserkühlung so einbauen, dass sie die Luft nach draußen bläst. Das bedeutet, die Lüfter liegen dann innen. Dann ist natürlich das Problem, dass die Kabel eventuell diese Lüfter berühren und sie zum Stehen bringen. Ich werde jetzt versuchen, die Kabel so weit wie möglich nach hinten zu binden. Da waren ja einige Kabelbinder dabei und dann baue ich die Wasserkühlung ein. Also ich war jetzt echt viel am Rumfuckeln. Schläuche nach oben geht schon mal nicht, weil dieser blöde HDD-Käfig hier oben im Weg ist. Den kann man auch nicht abschrauben, der ist vernietet mit dieser Netzteilbox zusammen. Keine Ahnung, warum sie es so gemacht haben, weil die wenigsten Leute werden noch eine HDD haben. Was ich jetzt hier mit den Schläuchen mache, das ist nicht gut für die Wasserkühlung, aber wir müssen es so machen, weil ja, die sind halt nicht so krass flexibel. Ach, wir werden es sehen. Wir machen die ganze Nummer jetzt nämlich hier zu. Da müssen wir sogar schon tatsächlich ein bisschen drücken, hier die Kabel mal so ein bisschen zur Seite. Immer darauf achten, dass ihr auch seht, was hier los ist. So, ihr seht schon, da ist ein bisschen Spannung jetzt drauf. So, ja, das Kabel hier oben steckt schon noch rein, das seht ihr gerade nicht. Hier an der Seite, das können wir auch noch reinstopfen. So, und dann schrauben wir die ganze Nummer jetzt fest. Also eins verspreche ich euch, die Wasserkühlung leidet, definitiv. Ich muss jetzt hier gleich noch diesen Schlauch reinstopfen, dann die Abdeckplatte drauf machen. Aber die Lüfter drehen, das funktioniert. Da ist jetzt kein Kabel zwischen. Ich habe die jetzt hier auch so ein bisschen zur Seite gebunden. Ihr seht es ja hier. Ich sage euch, das war eine Geburt gerade. Dann gucken wir mal, ob der Deckel vernünftig drauf geht, wegen dem Schlauch da unten. Ah, er wehrt sich noch ein bisschen. Ich versuche es trotzdem. Ja, ist soweit drauf. Passt. Und packen wir jetzt hier an der Seite noch den Deckel drauf. So. Ja, der ist auch soweit fest. Das finde ich jetzt actually ganz cool. Wir haben hier die Front, seht ihr an den Anschlüssen. Wenn ihr jetzt eine beleuchtete Grafikkarte hättet, würde das durch diese Löcher durchleuchten. Übrigens, was ich voll vergessen habe, eine schön große Aussparung für die Backplate zum Wechseln. Aber ich glaube, bei dem System ist das relativ egal. Übrigens, was ich noch gar nicht gesehen hatte, also das hier sind jetzt natürlich diese Mainboard-Anschlüsse für USB und so, die lasse ich jetzt einfach weg. Die könnte ich jetzt noch anschließen, dann gibt es auch noch mehr Kabelsalat. Aber was ich irgendwie komisch fand, ist die Tatsache, dass dieser Front-USB-C einfach nur eine Verlängerung ist für aufs Mainboard. Ihr habt ja auf dem Mainboard einen USB-C-Stecker, da könnt ihr den jetzt reinstecken und verlegt den quasi von da in die Front. Es gibt halt interne Stecker, die könnte man fürs Mainboard benutzen, aber das hat das Teil hier leider nicht. Aber immerhin haben wir einen vernünftigen Stecker für den Ein- und Ausschalter, sonst hat man diese kleinen Mini-Kabel und die nerven sowieso gewaltig. Der hier schon ganz okay. So, die Kiste läuft. Ich sage euch ganz ehrlich, das hat keinen Spaß gemacht. Aber ja, sie läuft jetzt und jetzt werden wir den Test machen. Also die Idle-Temperaturen sehen ganz gut aus. Beim Prozessor haben wir gerade 26 Grad, bei der Grafikkarte haben wir so 33 Grad. Wir starten jetzt wieder den 10-Minuten-Test und dann gucken wir mal, was wir als Maximum haben. Und natürlich habe ich die PL1 und PL2 wieder so eingestellt, wie von Intel gefordert.
Und hier auch nochmal kurz als Info, das System pfeift sich gerade so 430 Watt rein. So, der Test ist soweit auch durchgelaufen. Wir haben bei dem Prozessor jetzt 87 Grad in der Spitze gehabt, über 10 Minuten. Und dann haben wir hier bei der Grafikkarte 57 Grad. Also die Grafikkarte hat sich kaum was getan, ich glaube 1 Grad Unterschied. Aber beim Prozessor haben wir jetzt locker so 5 Grad mehr gegenüber dem offenen Aufbau. Aber ich sage euch ganz ehrlich, diese Seite hier ist so warm, die kann man kaum noch anfassen. Also sie ist wirklich sehr, sehr heiß, kann man schon sagen. Verbrennt tut man sie jetzt nicht, aber ich glaube, wenn ich das jetzt 20 oder 30 Minuten lang hätte laufen lassen, dann wäre das schon richtig krass. Also das merkt man richtig. Ich denke, die Ergebnisse wären auch besser, wenn man den Filter hier hinten einfach mal weglassen würde. Könnte man jetzt auch testen, wären dann wieder 2 Grad Unterschied oder so. Ja, klar. Aber ich denke, es geht soweit. Weil wie realistisch ist dieses Szenario, sage ich ja immer wieder. 100% Prozessorauslastung plus 100% Grafikkartenauslastung, eigentlich kaum möglich. Und damit ihr hier auch nochmal eine Vorstellung habt, das ist jetzt hier die Front, hier sitzt die Grafikkarte. Natürlich werden da die Temperaturen nicht großartig schlechter, weil die sowieso die Frischluft vorne reinsaugt. Und die Wasserkühlung, ja gut, die bläst natürlich genau gegen diesen Filter, dass der sich dann aufheizt, ist auch irgendwo klar. Aber sieht schon interessant aus, die ganze Nummer, ne? Vor allen Dingen, dass die Anschlüsse einfach nur unten rausgehen. Ich weiß, das sieht man jetzt nicht so gut, aber man hat hinten nicht dieses ganze Kabelgewurr war, aber dafür da drin umso mehr. Also nochmal werde ich da drin nicht bauen. Ich habe das jetzt einmal ausprobiert, war ganz nice, das mal so zu erfahren, aber ITX ist definitiv nichts für mich. Wobei das Gehäuse qualitativ gut ist und das Netzteil natürlich sowieso top aktuell mit den neuesten Stecker und so, das passt schon. Hier waren jetzt auch keine Bleche irgendwie, wo man sich dran schneiden kann. Das ist alles sehr, sehr abgerundet und auch alles sehr, sehr stabil. Aber ja, das Bauen an sich ist so ein Thema. Vielleicht hätte ich auch eine andere Wasserkühlung nehmen sollen. Ich weiß es nicht. Also ich denke, wir können uns hier jetzt auch ein Outro sparen. Ich habe ja alles soweit gesagt dazu. Das Gehäuse für 115 Euro ist natürlich okay, qualitativ völlig in Ordnung. Ist auch was Besonderes, es ist ein Nischenprodukt, dafür ist es relativ günstig. Das Netzteil mit roundabout 150 Euro ist natürlich teuer, muss man sagen. Ist aber aktuellster Standard. 850 Watt, goldzertifiziert und so. Das ist dann schon okay, ist halt auch ein Nischenprodukt. Natürlich könntet ihr das Dagger mit dem Einbaurahmen jetzt auch in ein ATX-System einbauen, aber viele kaufen keine SFX-Netzteile für ATX, auch keine Systemintegratoren. Und da macht es halt die Masse, die das ganze Produkt dann günstiger macht. Deswegen ist das Netzteil verhältnismäßig teuer, wenn man das mit einem normalen ATX-Netzteil vergleicht. Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, ist das Video soweit beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, viele haben darauf gewartet. Im Livestream wurde auch schon danach gefragt, wann ich dieses Gehäuse und das Netzteil eben reviewe. Jetzt habe ich es endlich hinter mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.